Ein Hallo in die Runde hier aus der Fröbelstadt Oberweißbach. Ihr erinnert euch bestimmt, ihr war auf der Touristik und Caravan und haben dort eine Glasmalerin kennengelernt und haben gesagt, wir besuchen dich hier in Oberweißbach und genau das machen wir heute und wollen mal sehen, was es sonst noch alles gibt. Lasst euch mal richtig schön überraschen. Einen wunderschönen guten Tag. Ja. Hallo Bert, ich grüße dich. Hallo. Ja. Danke für die Einladung. Gerne. Wir wollen unseren Zuschauern mal zeigen, was stellst du alles her? Aber erstmal, was bist du eigentlich vom Beruf? Ja, ich bin in der vierten Generation Glasapparatebläser und habe dann das Studium gemacht Meister für Glastechnik und bin Inhaber der Firma Lichtenheld Glas, gegründet vor 33 Jahren. Und das ist eine lange Zeit und man hat etwas Erfahrung gesammelt. Und wir produzieren hauptsächlich diese Lichtmühlen. Das ist eine Erfindung des Physikers Crookes und diente eigentlich zur Umwandlung von Licht in Bewegungsenergie und wurde meistens als physikalisches Schullehrmittel in Schulen eingesetzt. Das ist jetzt eine Sache, die hat Oma und Opa schon im Schaufenster gehabt, ne? Wie viele Firmen gibt es denn eigentlich, die noch sowas herstellen? Ja, in dieser Vielfalt mit einer Artikelanzahl von über 3000 verschiedenen Lichtmühlen sind wir Alleinhersteller weltweit. Wir haben über 2000 Kunden in 44 Ländern, die wir auch im Handel beliefern. Das heißt Wiederverkäufer, Händler, die diese Produkte kaufen. Also es geht nicht nur rein um den Endverbraucher. Ist ja irre. Ich habe bei euch gelesen, ihr habt ja nicht bloß diese Lichtmühlen, sondern der Olle Goethe, den habt ihr auch irgendwo hier im Laden, da gibt es das Goethe-Barometer. Können wir uns einfach mal zeigen, was du sonst noch alles machst in deiner Werkstatt oder aus dem Kleinbetrieb? Ne? Ja, Kleinbetrieb, genau. Kleinbetrieb. Übrigens wollte ich noch fragen, was ist der Unterschied zwischen einem Glasbläser und das, was du gelernt hast? Ja, ist gut. Es gibt verschiedene Sparten. Es gibt einmal diese Glasbläser, die diese Glastiere herstellen. Das sind Kunstglasbläser, das wird gefertigt aus Glasstäben. Wir verarbeiten Glasröhren und blasen diese Kugeln und Kolben. Das ist eher der Beruf des Glasapparatebauers. Alles klar. Ja. Das ist der Unterschied. Aber lass uns einfach mal schauen, was es sonst noch alles bei dir im Laden zu kaufen gibt. Ja? Freilich. Alles klar. Du hast sie mit dem Fliegen, mit dem Obstfliegen. Wo hast du die Idee oder ist das deine Idee oder wo kommt das her? Ja, das ist auf keinen Fall meine Idee. Das gibt es schon früher, wurde auch in den Glashütten früher gefertigt, als sogenanntes Muckenglas oder Wespenglas. Ja, völlig neu. Das ist ein Glasgefäß mit einer unteren Öffnung und hier einer Öffnung oben. Mhm. Da füllt man etwas Balsamico-Essig oder Apfelsaft mit etwas Wasser und einen Tropfen Spülmittel hinzu. Und da fliegen die Fliegen hier rein und kommen nicht wieder raus. Und dann kann man es ganz einfach reinigen, indem man das aufmacht und einfach ausspült. Das ist immer klar. Zum Stehen oder Hängen, farbig ist es halt schöner, da sieht man die toten Fliegen nicht. Alles klar. Und jetzt haben wir da hier natürlich noch einen Goethe, den Goethe haben wir hier hängen. Also das ist jetzt das Goethe-Barometer, ne? Für alle, von allen Karlmann, der kann das auch gebrauchen. Genau, also das Goethe-Barometer soll eine Erfindung von Goethe sein, das haben aber auch schon Seefahrer vor Goethe benutzt. Hm. Und zwar ist das ein Glasgefäß, in das Flüssigkeit gefüllt wird. Und die einzige Öffnung ist diese. Mhm. Und hier auf diese Öffnung wirkt alleine der Luftdruck. Mhm. Das heißt, ist die Flüssigkeit hier bei schlechtem Wetter, niedrigem Luftdruck, kann es passieren, dass es überläuft. Steigt ist hoch, der Luftdruck, der nur auf diese Öffnung wirkt, hoch, wird es dann praktisch der Unterfüllstand nach unten gedrückt. Man kann also nicht ablesen, wie viel Hektopascal. Aber man weiß, wie es Wetter wird. Aber man sieht jede Wetterveränderung ohne Mechanik oder Elektronik sofort. Und wenn die Frau wetterfühlig ist, sieht man genau, was sie von der Laune hat und kann sagen dann, oh, ich sag mal heute lieber nichts. So soll es sein. So soll es sein, gell? Ja, und wenn ihr ganz genau bei Oma und Opa aufgepasst habt, habt ihr sowas garantiert schon mal gesehen. Bert, was sind denn das? Das sind Galilei-Thermometer, also sage ich mal Raumthermometer für Zimmertemperatur. Mhm. Und es ist mit verschiedenen Kugeln gefüllt. An den Plomben kann man die Temperatur ablesen und anzeigen tut das Thermometer immer die Temperatur an der untersten, der oben schwimmenden Kugel.
Wenn es jetzt wärmer wird, sinkt die Kugel nach unten. Mhm. Und wenn es wieder kühler wird, steigt die wieder nach oben. Das heißt, das funktioniert, das hat Galilei schon erkannt, mit der unterschiedlichen Dichte der Flüssigkeiten. Das heißt also jetzt, du hast bei dir im Laden hier 20 Grad? Genau. Also Leute, das Ding braucht keine Batterie, ne? Das ist absolut umweltfreundlich. Das ist richtig. Alles da. Ja. Bert, alle schreien sie, Fachkräftemangel, du brauchst richtige Fachleute. Glasbläser, Glasmaler, wie sieht's da aus? Komm danach. Um es abzuschließen, aussichtslos. Ja, Bert, jetzt sind wir bei eurem, ich sag's mal, Hauptgeschäft. Ist es wirklich so Hauptgeschäft? Ja, Hauptgeschäft ist diese Lichtmühle. Diese Lichtmühle, das ist nur was ganz Besonderes. Müsste eigentlich in jedem Physikunterricht, hä? Ja, na gut, ich kenne es noch aus meiner Schulzeit. Es gibt auch viele Länder, die es noch benutzen als Schullehrmittel. Ja, na gut, aber heute in der Phase der Digitalisierung guckt man sich es halt auf dem Bildschirm an. Ja gut, aber Bildschirm ist das eine, live ist doch was ganz anderes. Wie funktioniert so eine Lichtmühle? Ich weiß, es gibt eine helle und es gibt eine dunkle Seite. Ja. Das ist folgendes Prinzip. Es hat also nichts mit hell und dunkel zu tun, das heißt mit Reflexion oder so gar nicht. Und zwar das Blättchen ist aus Glimmer. Glimmer ist ein guter Isolator, bekannt aus der Elektroindustrie. Und diese Glimmerblättchen trennen praktisch den Temperaturunterschied zwischen der schwarzen und der silbernen Seite. Das Rädchen bauen wir alle selber. Glimmer ist ein Rohprodukt, kommt als Schiefer aus Indien, wird gebrannt, wird geschnitten, dann hier verarbeitet. Die eine Seite des Rädchens ist mit Petroleumruß geschwärzt. Das heißt, es wird über einer Öllampe nur angerußt und die andere ist original Glimmer. Und bei Licht- oder Wärmestrahlung treten aus der schwarzen Seite mehr Moleküle aus, da es sich ja besser erwärmt. Und diese Glimmerschicht spaltet praktisch den Temperaturunterschied. Und wichtig ist, die Kugel ist luftleer gepumpt. Das heißt, ein Teilwiderstand, Vakuum, es hat also keinen Luftwiderstand innerhalb der Kugel. Jetzt dreht sich das hier drinnen, ich weiß, haben wir alle mal gelernt, bei einem Lager, Kugellager, das gibt es hier gar nicht. Gell? Das läuft da jetzt hier auf Glas oder wie läuft das dann? Es läuft auf einer Edelstahlspitze auf einem Glashütchen. Nichts mit Kugellager, nichts, sondern das ist alles Handarbeit. Das ist alles Handarbeit und wenn man jetzt ein Lager nehmen würde oder so, das gibt es sicherlich aus dem Uhrenbereich oder so, ist die Reibung viel zu groß und es würde nicht funktionieren. Also es funktioniert nur auf einer Nadelspitze, die gehärtet ist, auf einem Glashütchen. Einfach nur genial. Ja. Also wenn ihr es nochmal sehen wollt, wir werden es jetzt nochmal richtig zeigen. Es gibt ja in allen Größen, hängend, stehend. Ja, über 2000, 3000 Varianten, die wir herstellen. Wahnsinn, Wahnsinn. Und alles Thüringer Handarbeit. Alles Thüringer Handarbeit. Ja. Ich danke dir. Wir werden uns jetzt einfach mal, wir haben nämlich die Erlaubnis, in seinem Betrieb hier weiter rumzuschleichen und schauen mal, was es noch alles so zu entdecken gibt, weil du bist international unterwegs, jetzt geht es schon wieder nach Österreich. Ich muss jetzt schon wieder weg. Genau. Alles klar. Dankeschön, viel zu tun, dass wir den heute besuchen durften. Danke. Hat mich sehr gefreut. Tschüss. Tschüss. Und während der Chef auf dem Weg nach Österreich ist, schauten wir mit der Kamera Tom Werner über die Schulter. Übrigens kann jeder, der sich anmeldet, hier seine eigene Kugel blasen und bemalen. Am Rechner ist es möglich, den Prozess zu beschleunigen. Live dauert es. Durch viel Wärme und einen enormen Können aus einem Glaskolben diese Formen herzustellen. Aus einem Stückchen Glas doch so was Tolles zaubert. Für mich ist das Zaubern. Das ist jetzt, du hast, ohne dass du jetzt in eine Wasserwaage oder irgendwas, das Ding muss ja senkrecht stehen. Ja, muss sehr, sehr genau gearbeitet werden, sonst jeder Fehler ist schlecht für die Funktion. Deswegen muss man halt sehen, dass das möglichst genau funktioniert. Alles in einer Achse, alles schön gerade. So muss also solange wie das Glas heiß ist, kann man viel damit machen, habe ich gesehen. Aber einmal ausgekühlt, dann ist Feierabend. Dann muss es passen. Dann muss es passen oder man muss halt nacharbeiten, wieder warm machen. Gell? Das geht aber auch nicht ewig, weil sonst wird es matt und es entstehen Spannungen. Spannungen im Glas sind nicht gut, das kann dann hinterher platzen. Darf ich mal fragen, wie lange machst du das schon?
Also die Mühlen mache ich jetzt schon ungefähr 35 Jahre und den Beruf 42. Alle. Ungefähr, ja. Was ist das Besondere jetzt an den Mühlen bauen? Was ist da der Unterschied zum Christbaumschmuck? Ja gut, es ist eine andere Arbeitstechnik, es ist eine andere Arbeitsrichtung. Gell? Christbaumschmuck ist mehr die Kunstrichtung, das ist mehr Apparatebau, das habe ich auch gelernt. Glasapparatebau, Laborgeräte und so weiter und so fort. Gell? Das ist halt ein anderer Arbeitsablauf, gell? Anderes Material, andere Arbeitsgänge. So, jetzt sage ich mal einfach, ich Flachland-Tiroler, wie kriegst du das Buddelschiff dann in die Buddel rein? Weil für mich ist da, wie funktioniert das? Was sind die nächsten Arbeitsschritte? Genau, ich habe überall diesen kleinen Hals hier oben, das hat man vorhin auch gesehen. Das war der erste Arbeitsschritt und der wird jetzt nochmal erwärmt, aufgeblasen und lang gezogen. Und da kann man dann oben das Rädchen einsetzen. Und dann ist sie so weit wie möglich fertig, naja, oder wird noch bemalt? Dann wird sie erstmal wieder zugemacht. Gell? Dann ist sie erstmal ihre Mühle noch auf. Stimmt. Dann muss man sie ja verschließen. Dann geht sie erstmal richtig los. Gell? Und es ist ja auch eine Art Unterdruck dann, der da entstehen soll. Ja, das kommt ja dann ganz zuletzt. Auwei. Also ihr seht, es ist gar nicht so einfach. Ich schaue einfach mal weiter, wie es jetzt hier weitergeht. So, jetzt habe ich es auf und jetzt kommt das Rädchen rein. So, jetzt machen wir es wieder zu. Diese Spitzen, eine ganz feine Nadeln, die sieht man kaum. Das ist jetzt das Lager, was du jetzt einbaust. Genau, das sind diese ganz feinen Stahlnadeln. Die prüft man jetzt nochmal, dass die Spitze ohne Fehler ist und dann stecke ich die praktisch in dieses Röhrchen oberhalb der Einschmelzung hier oben rein. Ja, das ist ja hier oben drin. Kann man vorher nicht einsetzen, weil sie keine Hitze vertragen. Ja, die glühen sonst aus und sind stumpf. Also ganz im Gegenteil zu dir, du musst richtig Hitze vertragen, weil hier war es jetzt so richtig warm. Das ist richtig. Das also du kannst sagen, bei der Arbeit habe ich noch nie gefroren. Nein, da ist es. Zumindest ist es obenrum. An den Füßen vielleicht schon mal, aber obenrum ist es immer schön gemütlich. Wie heiß muss das Glas sein, damit man es bearbeiten kann? Na, immer um die 1000 Grad. Ja, 900 bis 1000 Grad. Ja. Leute, ist das ein warmer Arbeitsplatz. So, jetzt kommt das, wie gesagt, hier rein, in dieses Röhrchen. Und das Rädchen kommt wieder drauf. So, und jetzt sieht man, dass es auch viel leichter dreht. Ja, es bewegt sich viel einfacher. Und jetzt wird es eben wieder verschlossen. So, das ist, was hast du denn jetzt in der Hand? Das ist praktisch der Rohklimmer, wie wir den aus Indien geliefert bekommen. Und der wird dann gebrannt. Und dann wird er silbern und dann kann man den schön schneiden und austarieren. Und da wir haben diese Blättchen für die Rädchen draus gemacht. Ja, so sieht das vorher aus, ja, wenn wir den geschickt bekommen. Ja, Leute, wir haben uns jetzt hier noch mal kurz unterhalten. Ihr wisst ja, bei mir ist auch immer Bildungsfernsehen. Für mich ist das da hier Arbeitstisch, für dich ist das kein Arbeitstisch, gell? Nein, für mich ist es der Glasebalg, das hängt mit früher zusammen. Also früher hatte man ja keinen Kompressor für die Erzeugung der Pressluft, sondern man hatte am Fußende einen Blasebalg und die Glasbläser mussten mit Händen und Füßen arbeiten und der Name Balg ist halt noch geblieben. Heute macht das ein Kompressor, der leider manchmal geht und manchmal nicht. Das ist wie bei euch zu Hause. Wenn mal Stromsperre ist, gehen wir als Glasbläser meistens ein Bier trinken. Früher die Glasbläser mussten mal arbeiten. Ja, und jetzt sage ich mal euch, das ist für mich, ist das hier ein Bunsenbrenner? Für dich ist kein Bunsenbrenner, gell? Für dich ist das die? Für mich ist es die Glasbläserlampe. Hängt auch mit früher zusammen, weil eben früher diese Gasbrenner nicht aktuell waren. Man hat mit Petroleumlampen gearbeitet und Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Petroleumlampe vom Gasbrenner abgelöst und der Name Lampe ist halt noch geblieben. So, Hallöchen Evelyn, ich grüße dich. Du hast jetzt das in der Hand, Hallo, Heinz. Was da hinten so richtig warm produziert worden ist. Genau so ist das. Hab ich geschwitzt jetzt, das ist der Hammer. Das ist ja nun alles keine Auftragsarbeit, vermute ich mal. Kannst du draufmalen, was du möchtest oder gibt es da eine Vorgabe? Das ist jetzt eine Vorgabe, das wurde so bestellt. Also generell ist es so, dass wir einen Katalog haben, wo dann die Motive drin sind und unsere Kundschaft kann den sich anschauen und dann eben bestellen. Das geht natürlich auch übers Internet. Und das ist jetzt ein Motiv, was genau so bei uns dann auch auf der Internetseite zu finden ist und man kann das so bestellen. Das ist ja fast so, es wird erst produziert, wenn bestellt wird.
Ja, also wir haben schon einen kleinen Vorrat auf Lager, so die Sachen, die wirklich sehr, sehr gut gehen. Aber wir haben so viele Motive und so viele verschiedene Formen und Farben, dass man gar nicht alles da haben kann. Also meistens ist es wirklich so, dass die Kundschaft bestellt, dann wird das hergestellt, ich bemale das und dann geht's raus. Und das meistens innerhalb von einem Tag. Gibt es jetzt, ist das jetzt alles deine Idee oder sagst du, ach, ich hätte mal was Neues ausprobiert und zeigst es dem Chef? Oder gibt es da direkt Vorlagen, wo er sagt, so müsste es aussehen? So, also bei Glasbläsern ist es ja so, die haben Figuren, das sind richtig alte, Jahrhunderte alte, weil sie die Form dazu haben. Weil du kannst ja, bist ja, kannst ja kreativ sein. Wir haben alte Motive dabei, die es schon wirklich ewig in dieser Firma gibt, die schon ewig hier produziert werden. Und wir haben auch ganz neue Sachen dabei. Und ja, es ist tatsächlich so, dass vielleicht ich mal eine neue Idee habe und dann sagt die Chefin halt, können wir machen oder eben nicht. Oder sie hat mal eine Idee. Ist natürlich dann schwierig, weil eine Idee, die jemand anders im Kopf hat, dann in den eigenen zu bekommen und das dann auch genauso auszuführen, wie der andere sich das denkt, das ist nicht unbedingt immer so einfach. Extra für uns hat Evelyn das Bemalen der Auftragsarbeit für einen Großkunden aus dem Land der aufgehenden Sonne unterbrochen. Richtig gehört, Thüringer Handarbeit steht in manchen japanischen Wohnungen. Lichtmühlen aus dem Freistaat drehen sich auf der ganzen Welt, sind Botschafter Thüringer Handwerkskunst. Aus dem Rohmaterial schneidet Evelyn die immer gleich großen Plättchen für das Innenleben. Es ist auch wichtig, also ich finde jedenfalls, es ist wichtig, das wirklich auch per Hand zu machen, weil der Glimmer auch eine unterschiedliche Stärke hat, eine unterschiedliche Dicke hat. Und die Plättchen müssen annähernd die gleiche Schwere haben, auch wenn das ganz, ganz wenig ist. Weil, wenn die nicht gleich schwer sind, dann hängt das Rädchen zum Schluss schief in der Lichtmühle. Unzählige Arbeitsschritte später, die mit Sicherheit den Rahmen unseres Filmes gesprengt hätten, ging es an die Kontrolle. Höchste Qualität ist Voraussetzung für weitere Aufträge. Made in Germany, made in Thüringen. Muss ich aber schauen, dass das auch wirklich gerade läuft. Und da habe ich hier so eine Glasspitze, in der ist oben eine Nadel drin und da setze ich jetzt das Rädchen drauf, so wie es dann eigentlich mal in der Lichtmühle sitzt. Und jetzt kann ich schauen, ob die Flügel gleich schwer sind. Also ob ich eine gute Vorarbeit geleistet habe, ob der Glimmer gleich ist und jetzt kann ich gucken, ob die gleich schwer sind. Im Nachbarraum befindet sich nicht die Weihnachtsbäckerei. Hier werden Kugeln fürs Fest hergestellt. Anke Schwarz, Glasmalerin, erzählt Geschichten aus Farbe und Glitzer, lässt die Adventszeit erlebbar werden. Glaskunst, wohin man schaut. Dann nimmt man einen anderen Pinsel, dann muss man die Dächer machen. Für hier die kleinen, das ist ein Schwamm, ein kleiner Schwamm, der es fein macht. Und für den anderen haben wir nachher so einen groben Schwamm. Und da muss man immer so ein bisschen rein in die Farbe, dass da hier auf der einen Seite immer mehr von der Farbe ist und dann so drauf. Und da kommt dann entsteht dann der Baum. Ja, und jetzt habe ich hier noch was entdeckt. Die macht ja nicht selber, ne, diese Figuren. Nein, die werden im Nachbarort hergestellt von der Glaskünstlerin Anja Stötzer. Ihr seid praktisch nur Vertrieb. Ja, also sie macht viel selber, hat auch selber ein Geschäft und geht viel auf Messen und verkauft halt gerne von uns diese Lichtmühlen und wir von ihr diese schönen Glasvögel. Jetzt habe ich ja natürlich gelernt, nicht jeder kommt hier nach Oberweißbach, sondern kann ja auch im Internet bestellen. Und da bist dann du die Frau, die dann alle Empfang nimmt, also die ganzen Mails einbringt und dann auch wegschickt. Wie heißt eure Internetadresse? Wo kann ich bestellen? Das ist lichtenheld-glas-shop.de. Alles klar. Genau so ist es. Was ist jetzt mehr? Internet ist euer richtiges Standbein und das da hier nebenbei, kann man das so sagen? Naja, hauptsächlich beliefern wir ja Händler, also wieder Verkäufer in der ganzen Welt. Bis nach Japan habe ich gelernt. Ja, aber natürlich nimmt auch das Online-Geschäft immer mehr an Präsenz zu.
Und da Laden, ja gut, das ist halt, das machen wir nebenher, weil wir halt alle da sind und jeder mal in den Laden kann und verkaufen kann. Und das ist eine schöne Sache. Und die Leute sehen auch mal, wie die Sachen hergestellt werden. Genau, da sage ich einfach mal Dankeschön, Chefin, dass wir heute mal hier sein durften. Aber sehr gerne. Wir haben euch ja von ein bisschen von der Arbeit abgehalten, ne? Ja, kein Problem, aber wir freuen uns. Alles klar. Tschüss, schönes Weihnachtsfest. Danke, ebenso. Tschüss. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Das war unsere erste Station dieses Jahr in unserer Weihnachtstour. Lasst euch mal überraschen, wo die zweite Tour hingeht. Ich sage nur so viel, es hat was mit Eisenbahn zu tun.